Bam. Here we go. Da vorne ist ein Nagelbrett. Let's go. Ja, wow. Servus, Leidl. Servus. Wir sind wieder Six Series und heute ja, haben wir wieder was Spezielles. Und zwar, wir haben beim Scotty Cranmer, den kennt wahrscheinlich der eine oder andere von YouTube, haben wir so ein Game gesehen. Das war eigentlich ein Weitsprung. Flat Tire Game. Genau. Flat Tire Challenge. Und für das Ganze haben wir was vorbereitet und zwar ein Nagelbrett. Nagelbrett. Es hat nach ziemlich viel Spaß ausgeschaut und wir haben uns gedacht, so, das machen wir mal nach. Schaut euch mal die ganzen Nägel da an. Also, das gibt auf jeden Fall den einen oder anderen Platten. Wir machen das nicht alleine, genau, sondern wir haben wieder ein paar Special Guests. Und zwar zum einen haben wir mal den Vito Köstler. Vito ist auch kennt der eine oder andere wahrscheinlich von anderen Episoden. Stimmt. Dann haben wir den Dominik. Unser Young Gun. Six Series Young Gun. Und dann haben wir einen Stefan Eberharter, Trialbike Vize-Weltmeister. Ja, genau. Und Europameister. Nagelbrett ist ready. Wir sind ready. Und ich würde sagen, let's go. Schauen wir, wer zuerst den ersten Platten bekommt. Heute geht es um diesen Titel, um den goldenen Nagel. Wir haben einen kleinen Sprung vorbereitet. Und hier seht ihr schon die Markierungen. Wir starten bei einem Meter. Jo. Get ready to rumble. Let's get ready to platten. Und da der Dominik ein bisschen jung ist, haben wir uns gedacht, wir lassen ihn nicht über das Nagelbrett springen, genau, was doch ziemlich gefährlich ist. Wir haben einen Nagelbrett-Prototyp vorbereitet. Genau, das wird sein Nagelbrett auf jeden Fall sein. Genau. So, der Young Gang fängt an. Juhu. Yo. Easy. So, und jetzt kommt die richtige Waffe. Bam. Jetzt wird's scharf. Der Viet hat ein leichtes Handicap, weil er auf einem Tri-Bike unterwegs ist und relativ leicht einen Gang hat. Aber war noch kein Problem. Yo, easy. Bravo, mein Freund. Easy. So, wir gehen jetzt zu 2 Meter. Okay, let's go. Yo. Der Weg wird wieder nagelig. Oh. Boah! Das war schon knapp, das war schon knapp! Oh, der war easy. Irgendein Blödsinn hat er vor. Boah! Juhu! Easy! Okay! Okay, weiter geht's! Next step! Yo! Da tauschen wir wieder mal die Waffe. Oh! Oh! Next up, Elias. Oh, easy. Jo. Oh, last but not least, Stefan. Jo. So, next round. Und ich glaube, jetzt wird's Platten regnen. Young Gun, let's go. Wow, viel Spaß wieder. Jetzt muss ich echt alles geben, glaube ich. Ja? So, Ladies and Gentlemen, welcome zum ersten Flat Tire, würde ich mal sagen. Das gibt's ja nicht. Next one, Elias, 3,5 Meter. Ah, locker. Fabio. Ja. Jo! Boah, hätte ich gelacht! Oh, es wird knapper, ja? Was haben wir jetzt? 4, gell? Ja. Boah! Alter, da gibt er alles. Ja. Ich bin mal nett zu meinem Reifen und spring jetzt mal drüber, wie beschlossen. Vito, 4 Meter. Er geht in sich. Ja, er ist nervös. Here we go. Oh.
Vito ist out. Jawohl. Verdammt. Hier ist schon draußen. Haben wir. Jawohl. So, ready. Schauen wir mal, ob sich der nächste einen Button einholt. No. Easy. Oh, Fabio. Jetzt macht aber keine Späße mehr. Next one, Stefan. Boah! 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 So. So, jetzt kommt wieder der Prototyp. Und wir sind bei 4,50 Meter. Ah. Starke Leistung, hey. Yes. Sauber, war cool. Sauber. Okay, next one. Also, es werden immer weniger. 4,50 Meter Elias. Boah, sehr geil. Yeah. Ui, jo. 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 Stark. Sauber. Okay. Ja, der war schön drüber. Der war ja. Jetzt. So, 5 Meter. Eine wirklich schon bei 5 Meter. 5 Meter. 5 Meter. Okay, ja, passt. Jetzt bin ich auch gespannt. Wow! Wow! Alter! Das war fast schon Looping Louis. Alter, scheiße. Yes! Yo! Jetzt ist aber echt spannend. Weil jetzt haben wir. Der nächste Kandidaten. Jo, so, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Jetzt ringt es den nächsten Platten. Ja. Here we go. Boah! Boah! Yes! Ey, jetzt wird's echt weit. Ehrlich. So, dein Turn. Durchaus beeindruckende Weite. So, jetzt bin ich mal gespannt. 5,50 Meter. Oh! Oh! Alter! Aber jetzt kriegt es. Jetzt regnet es am Platten. Alter! Jetzt hätte ich gedacht, das war Back, und Mann. Das war Backwheel Slide auf dem Nagelbrett. Fuck! Over and out! Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so weit kommen, na wirklich. Okay, let's go. Hey, let's go, Fabio! Hey, bin ich gespannt. Jo. Wir haben in dem Fall schon einen im Finale. Yes! Sag. Sag. Okay, und jetzt? So! Let's go! Jetzt bin ich gespannt. Oh. Da ja, hier was bei! Jawoll! Geil! Alter! Ich bin 7! Yes! So, yes. Fabio ist schon wieder der Sieger, aber wir müssen natürlich alle einen Platten haben und ich glaube, Fabio, solange bis du einen Platten hast, okay. Solange bis es bei dir nicht mehr weitergeht. Okay, passt, schauen wir, wie weit es geht. Ja. Ja. Passt? Passt. Hau rein. So, 6 Meter, sind wir mal gespannt. Let's go, hau rein. Let's go. Ja. Yo. Wow. Das schaut so weit aus. Ja, das ist krass, gell? Das gibt's echt nicht. Vor allem schaut euch mal das an mit dem Mini-Kicker. Was? Schaut euch den Mini-Kicker. Vor allem der Anlauf ist halt limitiert mit unserer Rad. Ja, weil man nicht schneller treten kann. Schaut euch das an. Du fährst da zu und. Da vorne ist ein Nagelbrett. Wow! 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 Alter Vater! Alter! Das war ein Fluch! Alter! Alter, alles in Ordnung? Ja.
abgerutscht, oder? Beim Glander, oder? Noch über den Lenker. Alter, genau, leck mich am Arsch. Das war jetzt ein würdiger Abschluss. Das war ein würdiger Abschluss. Ganz kurz zum Einblenden. Leidl macht es besser nicht nach, wenn dann über so einen Karton oder irgendwas, weil es ja doch ziemlich gefährlich ist. Stimmt. Genau. Und, wir haben nur extra kein echtes Nagelbrett genommen. Aber ja, genau. Der Gewinner vom Nagelbrettspiel ist ermittelt und heute bin ich mal die Übergabefee. Gratuliere, Fabio. Vielen herzlichen Dank. Danke. Bitte. Und da der goldene Nagel. Genau. Sag ich mal. Ja. Okay. Ja, geil. Der Preis berührt mich zutiefst. Schaut mal beim Stefan vorbei, hat auch einen YouTube-Kanal, genauso wie der Vito. Ja. Dominik, glaube ich nicht. Instagram. Aber schaut mal auf Instagram vorbei. Genau. In dem Sinn, danke fürs Anschauen wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Perfect's never perfect news already, gonna give me a reason not to slit my throat. I got something special kept right up my sleeve.